Ja, hallo. Wir sind die Jungs von Nullpunkt und wir brauchen es euch wahrscheinlich nicht sagen, aber alles wird teurer. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich bin eigentlich ziemlich angefressen. Und was machen unsere Politiker? Richtig. Blättrein. Sie gehen auf TikTok Ich weiß das. und erzählen uns was. Aber schauen wir mal. Der Teuerung den Kampf ansagen. Gemeinsam mit dem Vizekanzler inszeniert sich am Wochenende der grüne Sozialminister auf Social Media. Einkaufen darf nicht zum Luxus werden. Weitreichende Maßnahmen lassen nach dem gestrigen Lebensmittelgipfel aber wieder auf sich warten. Arbeitsminister Martin Kocher wird am Freitag wiederum gemeinsam mit dem schwarzen Finanzminister Lösungen bei einem Treffen mit Wettbewerbsökonomen suchen. In ganz vielen Bereichen hat man den Eindruck, ÖVP und Grüne blockieren sich im Moment gegenseitig. Mehrwertsteuersenkung ist ein Thema, Mietpreisdeckel. Wäre es da nicht ehrlicher zu sagen, es geht halt nicht miteinander? Das geht nicht. Der Eindruck ist, glaube ich, falsch. Es gibt intensive Gespräche und natürlich wird gerungen um Lösungen, weil es um nicht ganz einfache aber Phänomene ganz viele geht. Dunkel schafft man es nicht. Es hat in den letzten Wochen immer wieder Lösungen gegeben zu wichtigen Punkten. Jetzt ist Inflation im Moment sehr, sehr herausfordernd. Das verstehe ich, dass da alle schnelle Lösungen erwarten. Aber es ist, glaube ich, auch fair gegenüber der Regierung, dass man die Lösungen so wählt, dass sie wirklich auch dann wirken und wir nicht Scheinlösungen generieren, die nicht wirken. Und ich bin sehr optimistisch, dass uns das in der Koalition gelingt. Und auch dafür möchte ich mich im Namen der Regierung bedanken. Was das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, es ist ja schon wieder ein Lebensmittelgipfel gewesen. Was? Nach dem Autogipfel, Lebensmittelgipfel, was? Wir hüpfen von Berg zu Berg und gut, kommen dann drauf, es ist ein Haufen Scheiße. Wie gesagt, man könnte es Gespräch nennen, aber beim Gipfel hört sich das gleich wichtiger an, gell? Klar. Vielleicht auch umso enttäuschender, dass beim Gipfel dann aber auch nichts rauskommt. Wir hatten heute den sogenannten Lebensmittelgipfel und wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich bin eigentlich ziemlich angefressen. Ja. Und dann alle so, ja, jetzt machen wir es Kampfansagen, jetzt macht man Kampfansagen. Und irgendwie auch so, Überraschung, es ist alles teurer geworden. Ja, weil ja. Du sagst, es wird alles teurer. Nein, es ist schon alles teurer geworden. Bei aller Liebe. Das ist und ja, die denkt man da, jetzt kommt es drauf, da habt ihr jetzt nicht dran denken können, oh, vielleicht durch die Sanktionen könnte die Inflation steigen, könnten die Preise steigen, wir müssen im Vorfeld was machen. Na, jetzt da kommt man drauf. Ja, um Himmels Willen. Ich bin ja ein Minister, der tatsächlich auch selbst einkaufen geht. Das ist kein Schmäh und auch kein Fake. Der Rauch war einkaufen. Der Rauch war einkaufen und er ist draufgekommen, das ist jetzt teurer. Und es ist viel teurer wie in Deutschland. Und ich weiß gar nicht, was man da jetzt machen kann. Und ich bin jetzt in einer privilegierten Lage, weil ich merke, dass es teurer wird, aber das kann ich mir aufgrund meines privilegierten Einkommens leisten. Für viele Menschen ist das ein wirkliches Problem. Ich meine, ladet doch irgendwelche Deutschen ein, die euch das noch erklären. Ich meine, ich würde daran denken, dass man das selber auf die Reihe kriegen könnte, aber scheinbar nicht. Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier. Ich finde es auch so geil, weil man denkt, ich weiß nicht, wie oft er sonst einkaufen geht, aber diesmal hat er sich anscheinend gedacht, er filmt. Oh ja, ich kaufe jetzt Eier und Milch und hoppala, das ist jetzt teurer. Was gibt es da für Begründungen, dass in Österreich Lebensmittel 10-20% teurer sind als in Deutschland? Das kann meiner Meinung nach nicht sein. Ja, aber er ist anscheinend dagegen, dass Lebensmittel ein Luxus werden, aber schaut auch schon sehr lange als zuständiger Minister jetzt dazu. Er weiß schon, dass er eine Regierung ist, oder? Ich weiß das. Ja, aber die Frage ist, was mache ich in einer Regierung, wenn ich da drinnen bin? Und es sieht danach aus, dass es, was die Grünen jetzt machen, als regierungsbeteiligte Partei, da funktioniert gar nichts. Da ist nichts. Da wird zwar, wie der Herr Kocher sagt, da wird viel gesprochen und es sollen auch keine Scheinlösungen rauskommen, aber im Moment haben wir halt einfach gar keine Lösung. Ist so. Und haben wir schon darauf gewartet, dass es einfach schlimm wird, dass wir danach sagen können, aber jetzt helfen wir. Jetzt, der Retter ist hier. Was? Ja, obwohl man sagen muss, jeder, der ein großes Problem hat, ist ein Versager. Weil das Problem war mein Klein und dann hat man nichts gemacht. Und plötzlich ist das Problem groß und jetzt will man als Retter darstellen, nur weil man die ganze Zeit nichts gemacht hat. Und wer Ihnen sagt, der hat ein großes Problem, dem sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Er sei ein ganz großer Versager. Jedes große Problem war klein und hätte es als kleines gelöst, hätte er kein großes. Aber es ist ja so lustig, weil du sagst, es passiert nichts. Und sicher passiert was, der Rauch setzt sich hin und macht einen auf Peter lustig, auf einen Erklärbär und erzählt uns, was da alles nicht funktioniert. Und Probleme gibt's immer. Nur Probleme braucht man nicht diskutieren, die muss man lösen.
Und die anderen diskutieren ewig, anstatt sie zu lösen. Und wie aggressiv er ist. Ja, das geht nicht. Schauen wir schnell rein. Es muss an der Kasse spürbar werden, dass Lebensmittel billiger werden. Wir hatten heute den sogenannten Lebensmittelgipfel und wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich bin eigentlich ziemlich angefressen. Hallo. Ja, danke für die Info. Oder was wollt ihr uns erklären? Redet er mit uns? Redet er mit mir und sagt er, wie seine Gefühle sind? Oder lasst er da nur über TikTok der ÖVP ausrichten, dass das scheiße geordnet worden ist? Was wollt ihr uns da sagen, bitte? Er ist angefressen. Bin eigentlich ziemlich angefressen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Wortwahl, gell? Lebensmittelgipfel, angefressen. Ist so eine Sache. Er wollte einen Schmäh machen. Weiß ich nicht. Weil er so viel gefressen hat dort. Mit nom, möchte Monsieur vielleicht einen Aperitif oder wäre es angenehm, sofort zu bestellen? Aber irgendwas hat es anscheinend gegeben und er ist angefressen. Und wie gesagt, was will er uns sagen? Mit wem spricht er? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Weil nicht sein kann, dass auf der einen Seite bei Bäuerinnen und Bauern die Preise sinken, das im Lebensmittelhandel aber nicht ankommt. Und dann kann ich nicht nachvollziehen, warum so wenig Bereitschaft besteht über Preistransparenz, klare Preisgestaltung, Nachvollziehbarkeit, warum Preise so zustande kommen und letztlich auch über Preissenkungen zu reden. Und ich also Sie schaffen es nicht, das auf die Reihe zu kriegen, weil keiner bereit ist, über Preissenkungen zu reden, oder was? Das sagt er? Ah, da. Der Onkel? Du sagst der Onkel. Ich denke mir halt, das Problem ist, er ist Konsumentenschutzminister. Ich als Konsumentenschutzminister, Sozialminister, gemeinsam mit Werner Kogler. Ja, eben. Es ist seine, also es gibt niemand anderen, außer vielleicht die Bundeswettbewerbsbehörde, aber er wäre es. Er wäre das höchste, die höchste Instanz in Österreich. Ich weiß das. Und was macht er? Er sitzt sich vor seinem Apple-Laptop und erzählt uns, dass er das nicht akzeptieren kann. Also er akzeptiert sie quasi selber nicht? Nein, er findet die Arbeit schlecht. Okay. Bin eigentlich nicht mehr bereit zu akzeptieren, ich sage das mit aller Deutlichkeit, dass auf diese Art und Weise Widerstand hochgezogen wird. Und ich werde jetzt mich im Rahmen der Bundesregierung und der Gespräche auch dafür einsetzen, dass wir da zu deutlich schärferen Maßnahmen auch kommen. Ja gut, er verspricht uns, dass er sie einsetzt. Er sagt zwar jetzt nicht, er hat die ganze Zeit jetzt nichts gemacht, aber jetzt verspricht er uns. Vor allem, er liest uns ein bisschen seinen Terminkalender vor. Ich gehe jetzt dann wohin? Ihr wisst ja, ich gehe wohin? Ich rede mit wem? Weißt? Schauen wir mal, was rauskommt. Ich bin unterwegs. Als Rechtfertigen, dass er ein fleißiger Mensch ist, gell? Das ist kein Schmäh und auch kein Fake. Ja. Aber was das Wettbewerbsrecht angeht, die Eingriffsmöglichkeiten der Bundeswettbewerbsbehörde nach dem Motto, wenn der Markt nicht funktioniert, ist es verdammte Aufgabe der Politik, dort auch steuernd einzugreifen. Warte, hm? Ja. Fluchend. Ist er jetzt streng zu sich selber? Es ist verdammt noch einmal seine Chance. Die Aufgabe der Regierung. Harvey, du bist die Regierung. Da wird was und. Arschlöcher! Weil, und darum geht's, für Konsumentinnen und Konsumenten muss es an der Kasse wieder nachvollziehbar sein, dass Lebensmittel leistbar sind und nicht, es bleibt bei den 20 oder 30 oder 40-prozentigen Preiserhöhungen, die wir bei einzelnen Produkten gesehen haben. Das geht sich einfach nicht aus. Das ist nicht Inflation alleine, das ist sowas wie Gewinninflation. Und das darf nicht Sache sein, dass die Gewinne einfach gesteigert werden und die Konsumentinnen und Konsumenten bleiben auf der Strecke, bei aller Liebe. Das darf nicht sein, bei aller Liebe. Ja, warum erzählst du mir das, was ich eh schon weiß? Ich weiß das. Ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe trotzdem die Vermutung, dass es auch eine politische Strategie ist, dass man darauf wartet, bis die Hitten brennt, dass man dann zum Löschen kommt, weißt? Und das ist es, das Wort, ja. was mir halt einfach... Ja, aber das wäre tragisch für die Bürger. Es ist tragisch für die Bürger, aber es ist ein bisschen so dieser Doppelschlag, der mir auf zwei Seiten weht. Oder auf der einen Seite nimmst ordentlich Kohle ein und dann wartest drauf, dass es richtig schlimm ist, dass du dich dann als Heilsbringer irgendwo einsetzen kannst und sagen kannst, aber jetzt machen wir schon einen Gipfel, jetzt müssen wir schon reden. Weißt? Jetzt ist dann schon Zeit, wo sie Leute gar nichts mehr leisten können. Und dann haben wir natürlich für die nächste Wahl irgendwie die Möglichkeit zu sagen, na, wir haben uns kümmert. Aber es ist jetzt Mai 2023 und die Preise steigen seit mindestens letztem Jahr Februar. Und jetzt kämen wir uns drauf, dass es teurer wird. Jetzt kämen wir uns drauf, dass die Inflation so ein bisschen in den Arsch einbudert. Und nämlich nicht, dass die Regierung schuld ist, sondern der Handel ist schuld. Natürlich. Ja. Und die Energie,
Und der Handel sagt, na, die Energiepreise sind schuld. Und woher kommen die Energiepreise? Ich weiß es nicht. Ja, passt. Dann können wir aber gleich sagen, okay, wir hätten sowieso nie was machen können, weil schuld ist der Angriffskrieg. Putin ist schuld, dass bei uns die Butter viel mehr kostet. Und die lieben Politiker da draußen, also die österreichischen, haben leider überhaupt keine Ideen oder irgendwelche Möglichkeiten, einen österreichischen Staat so zu gestalten, dass uns das nicht so trifft. Nein, das geht leider nicht. Und auch dafür möchte ich mich im Namen der Regierung bedanken. Man kann nur Videos machen auf TikTok, das ist das Einzige. Ja, vielleicht können wir einfach auch Wrestling machen mit Kanzler und Vizekanzler. Wrestling passt besser, weil das ist alles gesteuert. Und, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich bin eigentlich ziemlich angefressen. Und so kommt es mir bei der Regierung auch vor. Da müssen sie sich nicht viel verändern, das ist alles gestört. Vor allem, wenn sie solche gesteuerten Videos machen, wieder raucht da. Bei aller Liebe. Wie gesagt, vielleicht ein Wrestling-Auftritt oder. Mit TikTok wird es wahrscheinlich nichts werden. Wenn ihr schon in die Medien wollt, dann sucht euch ein Format aus, das auch den Bürgern Spaß macht. Super Überleitung, was uns auch Spaß macht, das Kapperl, das gibt es jetzt zum Kaufen bei uns im Merch-Shop. Ja, also wir haben uns ja ein bisschen angefunden, dass wir jetzt hin und wieder mal ein bisschen was in die Kamera zeigen, wo man uns unterstützen kann. Und ja, das geht. Super Herzaglocke. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, dass es euch nicht so dreckig geht, dass ihr euch gleich gar nichts mehr leisten könnt. Aber diese Videos sind ja noch for free, außer man kann den Internetanbieter nicht mehr zahlen. Aber gut, kommentiert uns, was ihr von diesen TikTokern haltet. Eigentlich ist es verboten, wurscht. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert diesen Kanal, wenn ihr mehr von diesem Schabernack sehen wollt. Es hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Baba. Servus. Wo ist das Geld, das muss über die Flöte, hat den keiner Ingenieur, wieso kämen da wie die Kinder, die Lieben, die die Wahrheit verbirgt, und wenn sie kriegen, was wollen, dann wird's gestohlen, hey, ich soll da rein, ich weiß das.